Hörerstädte. Für die Städter ist das die grüne Lunge. Doch für sechs Arbeiter war es die Hölle auf Erden. Ja, liebe Leute, wir befinden uns da in Lörrachstädte, am Ort, wo am 30. März 1973 eine ganz schlimme Gasexplosion stattgefunden hat. Da ist der Schieber von der Ferngasleitung ist defekt gewesen und ist quasi explodiert. Durch das ausströmende Gas wurden sechs Arbeiter getötet. Leider hat man von denen sechs Arbeiter nichts mehr gefunden. Die sind richtig gehend verrissen worden. Die Leichenteile sind ca. 500 Meter entfernt gefunden worden. Man hat schnell reagiert und hat die Entzündung des ausströmenden Gases so verhindert, dass die Bahnbetriebsstrecke Weil am Rhein und sogar der Flugbetrieb eingestellt worden ist, bis die Gefahr gebannt war. Leider findet man da nirgends eine Gedenktafel, was da am 30. März 1973 passiert ist. Man könnte doch wirklich für die sechs getöteten Arbeiter eine Gedenktafel aufstellen.